Heute zeige ich dir, was du tun musst, wenn du deinen Schlüssel mal wirklich verloren haben solltest oder sogar dein Fahrzeug gestohlen wird. Dafür hat Mercedes zwei ganz einfache Lösungen. Wie die aussehen und wie die funktionieren, das zeigen wir euch jetzt. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wie ihr wisst, bekommt ihr von uns jede Woche zwei neue Videos. Einmal Tippvideos, Videos wie heute oder auch Fahrzeugvorstellungen. Und natürlich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst einen Daumen hoch da und abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, denn dann bekommt ihr immer eine Information, wenn ein neues Video online geht. Wenn ihr noch mehr von uns wissen wollt und auch so ein paar Behind-the-Scenes-Themen haben wollt oder auch mal so ein paar andere Informationen von uns sehen wollt, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Dort sind wir auch zu finden unter meinanders.tv. Ja, ich würde sagen, es geht los. Wir stehen hier neben der wunderschönen G-Klasse. Und das hat erstmal nichts mit dem Auto zu tun, aber das war das einzige Auto, wo ich jetzt diesen Dienst gerade aktiv hatte. Deswegen kann ich ihn hier ganz gut zeigen. Und ich würde sagen, wir starten mal damit, denn ich habe hier beide Fahrzeugschlüssel. So, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs sein sollte und ich wirklich einen dieser Schlüssel verloren haben soll. Klar, ich habe beide nie dabei, ich habe jetzt aber beide hier, um es gleich gut zu zeigen. Wir gehen immer davon aus, der Schlüssel ist verloren gegangen oder er wurde mir sogar gestohlen und ich habe einfach Angst, dass mein Auto entwendet wird, was ja auch sein kann, denn wenn man einen Schlüssel stiehlt, kann man natürlich auch relativ schnell ein Auto dazu finden. Ja, und dafür hat Mercedes hier etwas überlegt, das nennt sich die Notfallschlüsseldeaktivierung. Und diese Notfallschlüsseldeaktivierung, die habt ihr im Urban Guard Paket mit drin oder könnt das Ganze auch nachträglich über Mercedes Me buchen. Wie funktioniert das Ganze? Ich mache mal ganz kurz ein Screen Recording, damit ihr mitschauen könnt. Ich gehe also in meine Mercedes Mir und klicke dann auf Mehr. Und unter Mehr sehe ich jetzt unten rechts den Punkt Notfallschlüsseldeaktivierung. Wofür ist das Ganze gut, habe ich gerade erklärt. Man kann es aber auch nutzen, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe heute Abend segeln oder ich gehe morgen segeln und ich möchte meinen Autoschlüssel nicht mitnehmen. Dann ist es ja so, Schlüssel auf dem Boot ist blöd, weil wenn der Schlüssel ins Wasser fällt, finde ich ihn nicht wieder und ich kann mein Auto nicht mehr starten. Dafür gibt es ja die Möglichkeit, den Schlüssel im Auto zu lassen und das Fahrzeug zu verriegeln. Und auch da ist es natürlich sinnvoll, wenn jetzt wirklich jemand das Auto aufbrechen würde und der Schlüssel nicht deaktiviert wäre, könnte man damit losfahren. Also auch in dem Fall Schlüssel deaktivieren, ins Auto legen, Auto mit der App abschließen und gut ist. Es geht los. Wir starten mit der Schlüsseldeaktivierung. Und zwar also so, wenn ich einen Schlüssel deaktivieren möchte, dann muss ich einen Schlüssel im Auto liegen lassen. Denn der Schlüssel, der im Auto liegen bleibt, wird nicht deaktiviert. Liegt daran, wie gesagt, wenn ich jetzt einen Schlüssel verloren haben sollte, klicke mal den Schlüssel eben ins Auto. Das Licht ist noch an. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Es steht hier einmal alle Schlüssel deaktivieren. Wenn ich alle Schlüssel deaktiviere und da mal draufklicke, dann ist es tatsächlich so, dass die Schlüssel nur oder mindestens, maximal 30 Tage deaktiviert bleiben sollten, denn innerhalb dieser 30 Tage kann ich die Schlüssel selbst wieder aktivieren. Wenn es länger als 30 Tage dauert, dann ist es natürlich so, dass das Ganze per Händler passieren muss. Ich möchte aber ja nur einen bestimmten Schlüssel deaktivieren, deswegen klicke ich da mal drauf und jetzt geht es nämlich los. Der Schlüssel, der aktiv bleiben soll, soll oder muss sich im Fahrzeug befinden, das bestätige ich. Und jetzt geht's los. Face ID wurde erkannt, Schlüssel wird deaktiviert. Schauen wir mal, was passiert. Oh, ich glaube, ich gehe mal weiter vom Auto weg. Nicht, dass er meinen gleich erkennt. Alle Ihre Schlüssel sind nun deaktiviert, mit Ausnahme der Schlüssel im Fahrzeug. Bei Verlust oder Diebstahl von Schlüsseln empfehlen wir, diese zeitnah zu ersetzen. Vereinbar Sie an Termin der Werkstatt. Ah, okay. Den Rest dürft ihr selber auslegen. Ich gehe mal auf Beenden. Und jetzt probieren wir aus, ob es geklappt hat. Ein Schlüssel ist aktiv. Und dann müsste der jetzt deaktiviert sein. Ich drücke mal drauf, mal gucken, was passiert. Es passiert tatsächlich nichts. Also ihr seht, ich kann jetzt weder aufschließen, deswegen würde ich jetzt nochmal was ausprobieren, um es wirklich dann auch hundertprozentig zu testen. Ich gehe ins Fahrzeug und gebe mal einmal, also das ist der deaktivierte und das hier ist der aktivierte. Den aktivierten gebe ich einmal ab und den deaktivierten nehme ich mal mit ins Auto und versuche das Auto jetzt zu starten. Und siehe da, es funktioniert tatsächlich nichts. Also, die Schlüsseldeaktivierung hat grandios und super einfach geklappt.
Bedeutet also, solltet ihr wirklich mal euren Schlüssel verlieren oder dieser sollte geklaut werden, deaktiviert ihn gerne über die Mercedes Me-App, denn das macht man ja auch quasi, wenn man eine Kreditkarte verliert oder eine Bankkarte. Ihr seht, wie einfach es geht. Ach ja, jetzt ist natürlich wichtig, ob ich den noch wieder aktivieren kann. Das probieren wir mal eben aus. Ich mache nochmal das Screen Recording an. So, eine Tür ist geöffnet. Ah, nicht ganz zu. Machen wir die mal zu. So, Schlüssel aktivieren. Alle Schlüssel aktivieren. Ja, er tut was. Jetzt sollen die Schlüssel angeblich wieder aktiviert werden. Mal gucken, ob das klappt. Das war der deaktivierte. Ah, Wahnsinn. Ja, also ihr seht, wie einfach es ist. Solltet ihr mal in die Situation kommen, euren Schlüssel im Auto lassen zu wollen, dann vorher deaktivieren, dann ins Auto legen, dann mit der App abschließen. Wenn er verloren ist, auch gerne deaktivieren. Wenn er geklaut ist, sowieso deaktivieren. Ganz einfach über die Mercedes Me. Als nächstes kommen wir zum Punkt der Situation, was passiert, wenn dein Fahrzeug wirklich mal gestohlen sein sollte. Wünsche ich keinem, aber leider kommt es immer wieder vor. Und das trotz der Tatsache, dass wenn man jetzt so einen Schlüssel hier hat und dieser nur für extrem kurze Zeit liegt, dann wird dieser deaktiviert und kann erst wieder genutzt werden, wenn er wirklich bewegt wird. Das heißt, wenn man jetzt Keyless Go im Auto hätte und das Signal des Schlüssels abgreifen möchte, der Schlüssel aber schon seit einer gewissen Zeit nicht bewegt wird, sendet er kein Signal mehr und das Signal des Schlüssels kann nicht abgegriffen werden. Also das nur kurz am Rande. Sollte ein Fahrzeug doch mal gestohlen werden, was natürlich nicht zum Lachen ist, aber es passiert, gibt es auch hier wieder eine Möglichkeit, das Ganze über die Mercedes Me App nachzuvollziehen bzw. sofortige Hilfe zu bekommen. Und dieser Dienst nennt sich tatsächlich Hilfe bei Fahrzeugdiebstahl. Dann ist die Frage, was bedeutet eigentlich Hilfe bei Fahrzeugdiebstahl? Eigentlich eine relativ einfache Sache. Ich mache noch mal ganz kurz das Screen Recording an. So. Und zwar gehe ich dann hier einmal auf den Punkt Mehr und dann auf den Punkt Hilfe bei Fahrzeugdiebstahl. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Im Endeffekt ist hier alles beschrieben, aber ich erkläre es euch nochmal im Einzelnen. Euer Auto ist gestohlen, was macht ihr zuerst? Ihr setzt euch mit der Polizei in Verbindung. Danach, oder vielleicht auch schon direkt währenddessen, weil bei einigen Kommunen muss man sich vorher bei der Polizei melden, bei anderen kann man es auch, also sollte man sich sowieso bei der Polizei melden, aber man kann auch sofort sagen, ich aktiviere den Hilfe bei Fahrzeugdiebstahl und dann werden sofort alle Live-Daten des Fahrzeuges quasi an die örtliche Polizei übertragen und der Dienst wird dann in Kooperation mit Vodafone Automotive genutzt. Und ich klicke mal drauf, was passiert, wenn wir auf Erläuterung des Fahrzeuges klicken. Und zwar steht hier jetzt einmal beschrieben, die zusätzliche Sicherheit. Im Falle eines Diebstahls bietet Ihnen der Dienst die Möglichkeit, unseren Experten und der Polizei ein spezifisches Live-Tracking zu übergeben, um die Suche zusätzlich zu unterstützen. Das heißt, wenn so ein Auto gestohlen ist, dann kommen die Experten von Vodafone Automotive zum Beispiel oder von dem Dienst direkt mit der Polizei in Kontakt und geben immer Updates, wenn sich ein Live-Status des Fahrzeuges verändert, sodass es auch wirklich schnell gefunden werden kann. Des Weiteren ist es so, dass man die Daten bestätigt und abhängig vom Land oder der Region des Diebstahls müssen sie sich eventuell an die örtliche Polizei wenden. Aber dafür wird man dann auch Schritt für Schritt durchgeführt und man kriegt sofortige Unterstützung. Ah, und man kann sogar den Experten direkt anrufen und ab dann wird direkt die Suche mit dem Experten und der Polizei zusammen fortgeführt. Ja, und die Suche beginnt. Jetzt sind wir in der Reihe. Wir werden die Fahndung der Polizei mit spezifischen Live-Traffic-Daten aktiv unterstützen und sie immer auf dem Laufenden halten. Also das, was ich gerade erklärt habe. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt draufklicke auf gestohlenes Fahrzeug melden. Vielleicht probiere es mal aus, aber ich... Ah, jetzt steht sogar was zu mir. Bestätigen Sie Ihre Angaben, starten Sie den Assistenten, kontaktieren Sie unsere Experten, die Suche beginnt. Fortsetzen. Okay. Jetzt höre ich auf, also tatsächlich kann ich jetzt mein Land oder meine Region eingeben und werde tatsächlich Schritt für Schritt durchgeführt und das in kürzester Zeit. Also wie gesagt, vielleicht war schon mal jemand von euch in der Situation, der so einen Fall hatte. Wünsche ich natürlich keinem, wie gesagt, aber wenn es passiert, nutzt diesen Dienst, falls ihr ihn habt oder falls ihr ihn vorher gebucht habt und geht ihn durch. Vielleicht bringt das euer Auto noch schneller zurück und das Wichtigste daran ist eigentlich, dass die Leute gefasst werden, die ein solches Auto dann wirklich entwenden.
Ja, so viel dazu. Wenn ihr es haben wollt, schaut gerne bei euch mal in den Mercedes-Me Store rein, denn dort könnt ihr auch sehen, ob dieser Dienst für euer Fahrzeug verfügbar ist und ob ihr ihn dann auch aktiv nutzen könnt. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ihr tun müsst, wenn euer Schlüssel verloren ist oder aber das Fahrzeug sogar gestohlen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Ich friere hier gerade ein und deswegen verabschiede ich mich jetzt schnell und sage Tschüss und bis bald. Euer Joschka Gosse vom Autos anders und Fechter.